Okay. Oh! Erschreck mich nicht so, du Sack! Wollen wir die neue Technik gleich ausprobieren, ne? Na komm jetzt! So viel zum Thema Technik ausprobieren. Ich bin nicht so weit gekommen. Jetzt? Sackgasse oder wie? Wo kann ich jetzt Wasser? Nee, ich kann zumindest ans Wasser ran. Sehe ich hier irgendwas, was ich sonst nicht sehen würde, wenn ich unten im Wasser stehe? Ja, da drüben ist was zum Schießen. Muss ich da drüben nochmal hingehen? Ist das jetzt das Zeichen für den Ninja? Na gut, wieder zurück. Lass mich hier nochmal kurz in das Haus reinschauen, wo ich als allererstes drin war und wahrscheinlich eine Kiste übersehen habe. Ist so dunkel. Seht ihr das im Chat? Ich muss es mal kurz selbst bei Twitch schauen. Ne, da komme ich nicht rein, ne? Oder ist da was? Na, das dauert zu lang. Leider gibt es ja immer noch diese Verzögerung. Also ich habe immer so eine Verzögerung von etlichen Sekunden hier vom Aufnehmen zum Spiel. Ah, hier drüben. Aber da war ich doch ganz am Anfang schon. Nee, das ist da hinten die Mauer. Na, hier ist bestimmt die Tür, wo es weitergeht dann. Nee. Okay, where is Ninja number 5? Und wie ich jedes Mal die Taste zum Hüpfen suche. Ist aber mal ganz angenehm, dass es kein Spiel ist, wo man so wild rumhüpfen kann. Ich kann mich hier teleportieren. Vorwärtsrolle habe ich mittlerweile auch drauf. Ja, hier hinten geht's weiter, es ist mir bewusst. Ach, hier war man noch nicht, wa? Ja, da ist er doch. Ach, das ist ja gar nicht, das ist ja so ein Penner hier, der... Oh, sind hier. Ey, wie man. Immer erschrecke hier. Okay, kurz mal die Lage checken hier. Okay, da komme ich ja her. Komm ich da her? Da komme ich her. Sah gerade so aus wie hier hinten hier so ein Ninja-Dings. So, wo ist Ninja 5 versteckt? Da im Haus war einer. Da in den Garten kann ich nicht gehen. Die Mauer kann ich nicht abschießen. Nun gut, Knut. Ich übersehe was. Ich übersehe was. Da hinten ist ein Weg. Da war ich schon. Habe ich das Wasser umgedingst. Okay, ich suche meinen vibrierenden Arm.
Hier geht auch nichts. Ach komm, Scarlet, kannst du mir ein bisschen helfen? Vivian, oder wie sie alle heißen, könntet mir ruhig mal ein bisschen auf die Sprünge helfen. Wenn man die Mädels mal braucht, sind sie nicht da, gell? So ist es das meistens. Ah, also. So, hier waren wir ja schon, hier muss man jetzt ja nicht nochmal hin. Schrein anbeten, hier von der Brücke auch nicht. Ich könnte natürlich noch mal ganz zurück zum ich würde ja fast vermuten, Nummer 1 ist direkt am Eingangshaus hier. Oben drauf? Nee. Der ist nicht zweimal an derselben Stelle versteckt. Oder doch? Nee. Hier vibriert ja aber auch keine Arme. Also ich meine jetzt mittlerweile ja den ganzen Ort hier schon zu kennen. Insofern war ich doch jetzt schon in jeder Ecke, in der man sein hat können, oder? Hör mir auf, hey, mit diesen Dingern da. Ist er das da oder ist er das nicht? Jetzt ist es wieder weg, das große Symbol. Manchmal steht man wieder Ochs vorm Berg. Hat hier gerade was vibriert? Ja. Okay. Sind wir der Sache doch schon mal hier gehörig auf den Schlips gegangen, auf den Leim gegangen. Müssen wir nur noch finden, den Sack. Ist er doch. Komm raus, du Sack. Im Busch versteckt er sich mal wieder. Wo bist du? Da. So, jetzt haben wir aber. Na? Durch und ordentlich Tritt in den Magen geben. Genau, und dann hauen wir zusammen. So, das war Nummer 5. Haben wir es doch geschafft hier. Haben wir es doch geschafft. That's the fifth. Ja, und jetzt? Well, it looks like you can proceed. So, und der Weitergang war, glaube ich, hier. Also wahrscheinlich gibt es da einen logischen Rundgang, den man einfach nur machen muss. Ja. Ich aber so nicht mitbekommen habe. You haven't forgotten about me, have you? Wir warten nochmal Kuhhaube. Hm? Entschuldigung. Kurzer Schluck. About your target, Hamadayama. He's technically not a Wyrs. Then what is he? He was originally human, but was transformed into one when the dark matter from the moon corrupted his soul. Dark matter. So he's not too different from the vampire you defeated a little while ago. Then to save his soul, I have to behead him? Hesitate for one second, and you'll be the dead one. Hey, about Brian. You've noticed too. If this is the boss's show, then
I can hardly be the star, can I? Ja, bin ich mal gespannt, was da rauskommt hier. Mal weitergehen und schauen. Mal schauen, was dabei rauskommt. Der Weg wird ein langer sein. Keine Ahnung, was steinig ist. Angekommen. Oh. Machen wir den Tiger. I've come here for your head. I thought he was supposed to come. You're not scared? I left all my fear on the moon. The moon, huh? The time has come. Now then, I shall see whether or not you are worthy. Yo, Baby! Oh, mit dem Upper Slash kann man Gegner in die Luft schleudern. Na, gut, dass ich den gerade gekauft habe, du. Gut, dass ich den gerade gekauft habe, den Upper Slash. Upper Slash. Okay. Oh, da. Pass mal. Ist ein Massen, wie wir ein Vernunftding mit dem machen. Ja, genau. Was kann ich jetzt alles machen hier? Neigen, Spurwechsel, Katanangriff, Kollision überstehen. Katanangriff, Spurwechsel, Kollision überstehen. Jetzt machen wir das mal ein bisschen. Was waren jetzt? Was waren das jetzt für ein Ding? Muss ich es nochmal machen? Hab ich gefailed? Oder was? Hab's nicht verstanden. Was ist denn für eine Zwischensequenz? Hm? War's denn schon? Okay. I see now why he chose to send you. It's time to end this duel. Ich habe die Kill Bill Musik vor Augen. Oder wenn dir dieser Wassertropfen in den Brunnen tropft. A perfect place for your death. Dijon.
closer to blood. Trust me, I prefer hitting on hot chicks. Then, you're not an executioner by choice. I woke up one morning, and my arm was replaced with this machine. Good thing you didn't become a poisonous insect. Oh Mann, wie viel Zwischensequenzen und Ladebildschirme gibt's noch? Meine Fresse. Oh, jetzt war er. Hey, ich hab nur meinen Einschlag verpasst hier. Ich soll den Arm ein bisschen mehr einsetzen hier. Nur weg hier! Wir machen immer diesen Vorbereitungsding und dann. Okay. Dann heißt es weg. Ich will die Zeit weg nutzen. Ah, um mich ein bisschen aufzuwärmen, wollte ich sagen. Ich kann den. Autschi! Hat er vorher noch nicht gemacht. Ich muss jetzt gerade mal ausprobieren, ob ich in die Luft schleudern kann. Oh. Aber zum Glück habe ich das mit dem Heilen vorhin auch ein bisschen beschleunigt hier. Ein bisschen verwirren. Ja, ja, du musst mich nie mehr boxen. Ich hab dich jetzt gleich am Arsch gesagt. Komm, jetzt habe ich geklappt. Und jetzt sag Tschüss zur Welt. Oh ne, fast, fast. Jetzt müsste man bitte Eye of the Tiger einspielen hier. Da war er. Tschung. Oh, der Deja. Und der auch noch. Nicht, wo ist er denn? Oh, nochmal so einer. Na gut. Was? Nee, mach was, ne? Ich hab leider bald keine Dienst mehr. Ja. Oh, ich muss mal gucken, was ich alles kaputt schlagen kann. Okay, Moment, ich muss. Die Technik muss ich noch rausfinden. Oh, ich bin doch erwischt. Was kann ich mir? Ich muss mal kurz hier. Nee. Wenn ich nur wüsste. Warte mal, so mal.
Weg hier! Kommt er wieder! Kommt er! Einmal mit dem Stein gerannt. Oh. Aui. Aui. Hat er mich in der Ecke, aber eigentlich hat er auch sich in der Ecke, weil wenn ich da nicht wegkomme, dann mache ich ihn Platz. Warum wir bitten da. Wir wissen, wie viele Katzen. Das sehen ja aus wie Cutscenes, die hier. Ja, 2,40 Meter. Let me end my own life like a true samurai. Assist me. It would be an honor. Vergessen, wie es heißt. Tell him for me, the tiger will disappear, so the dragon must stay. Of course. Okay, jetzt richten wir ihn. Killer is dead. Boing. I have branded in my memory the death of a true man. Ja, den Freeze-Shooter, den habe ich noch nicht freigeschaltet hier. Aber Brian, was macht der jetzt? Tiger is gone. Jo, das war mal hier mal eine Mission, die wir vollstreckt haben in 34 Minuten Arbeitszeit. Und ich habe eine Samurai eliminiert. Da kriege ich auch fette Kohle. Ja, ein bisschen Gesamtschaden ausgerichtet, coole Kills gemacht. Scarlet habe ich auch gefunden. Und belassen habe ich auch. Ohne einmal zu sterben. Okay. Ich will es ja mal nicht zu hoch. Okay, so mal gucken, was wir jetzt noch haben. Ich denke mal, ich werde jetzt hier auch gleich Schluss machen. Sergeant hat gerufen.
So, neue Mission freigeschaltet auf jeden Fall. Souvenirladen ist ein neuer Artikel. Oh, jawohl. Was habe ich hier noch? Verfluchter Tanz. Bonsai. Also, hier habe ich jetzt auch neue Sachen hier. Ich kann mal gucken, was kann ich beim Bonsai machen? Ja, das sagt er mir ja nichts. Keine Ahnung. Oh, Moon River. Die kennen wir noch. Verflucht Zeit. Okay, im japanischen Garten. Da muss ich irgendwas machen. Hier ist die nächste Episode. 8. Sie, die in Träumen tanzt. Okay, ich würde gerne mal die... Naja, die japanischen Originaltitel ist wahrscheinlich Käse. Die Schrift zeigt sich bestimmt cool aus. Waghalsiger Ritt, na, das ist bestimmt mit dem Moped. Aber in Ostasien geht es auf jeden Fall weiter. Hier High Fidelity habe ich auch noch nicht gemacht. Die dämonischen Kopfhörer. Ich weiß nicht, was das für eine Mission ist. Mondos Mädchen 1 ist gesperrt. Käferjagd ebenfalls. Ja, okay, hier geht's dann weiter. Ich könnte nur jetzt dann nochmal vielleicht im Anschluss nochmal hier bei Scarlet vorbeischauen. Ich glaube, ich habe hier bei der ersten Mission noch einiges nicht gemacht. Naja, gut, keine Ahnung. Gut, hier werden wir Schluss machen. Danke euch fürs Zuschauen. Wie gesagt, wenn ihr das Video gesehen habt, dann bestimmt bei YouTube. Vielleicht schaltet ihr auch mal im Livestream rein. Im Livestream rein. Ich werde es ja auch immer relativ kurzfristig auf YouTube ankündigen, weil ich jetzt nicht so genau weiß, wann ich da genau spiele. Aber einfach mal dranbleiben und ja. Bis dahin. Viel Spaß. Ciao.